So, weiter geht's mit Zelda und mir fällt gerade auf, den ganzen Tag lief es eigentlich relativ gut mit dem Aufnehmen. Also rein von den Ausfällen her. Das ist erstaunlich. Und ich weiß nicht, ob es jetzt an dem HDMI-Kabel lag oder ob es immer noch am USB-Port liegt oder am USB-Kabel. Also Kabel wahrscheinlich ja nicht, weil sonst hätte es ja irgendwie irgendwann mittendrin schon mal wieder Probleme gemacht, aber hat es nicht. Das Einzige, was jetzt ausgetauscht ist, ist das HDMI-Kabel an der Switch. Was zu Elgato. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wusste, das geht schief. Ich wusste, das geht schief. Ich. Bitte was? Okay. Ich habe nicht drauf geachtet, weil ich irgendwie am Reden war. Okay. Wobei. Guck mal das Bild gerade hinterher? Nee. Ist aber schön, wie sich die Wolken random drehen. Die sind einfach irgendwelche 2D-Bilder, die sich kurz anders anordnen, um darzustellen, dass ich jetzt den Blickwinkel drauf geändert habe. Naja. Bis wohin komme ich denn nochmal wieder zurück? Okay, es war zu lang. Ich will keine eigene Rakete nutzen. Nö. Komme ich da mit weniger Stil hoch? So. Boah. Das ist ja schon hart low, wenn ich das jetzt versuche so zu schaffen. Aber es könnte klappen. Es könnte klappen. Ja. Prinzipiell. Oh Gott. Link, halt dich fest. Er hält sich nicht fest. Oh, dieser Bastard. Nee, ich krieg eine Krise. Habe ich nicht da oben noch gerade ein Save von, bevor ich da runter gejumpt bin? Laden. Ha. Ich habe ein Save, als ich die Fische noch nicht eingesammelt habe. Was dauert länger? Von da oben irgendwie wieder hier rüberfliegen? Wobei. Ach komm, der Teleporter ist da. Ob ich jetzt mich da hochporte oder ob ich dann wieder die ganzen Fische einsammle. How to waste time and maybe money. Na, klasse. Weiß auch gar nicht, ob ich reden sollte, wenn ich mich gerade mal nach hinten lehne. Kurzzeitig. Ist eigentlich nicht immer so eine gute Idee, aber was soll's. So. Aber theoretisch kann ich ja dann direkt gleich da oben die andere Seite anpeilen. So. Schön den Anti-Gravity-Bonus oben nutzen. Ja, gut. So. Puste mich vorwärts, tollen. Ja, das ist schon ganz nett mit Tollen eigentlich. Ich meine, nach oben wäre mir noch lieber. Am besten direkt so wie Kasua, aber mit Revalis Höhe. Ich bin mega zufrieden. Ach so. So soll man eigentlich dann nach oben kommen in die Richtung. Ah. Okay. Von mir aus. Jetzt sagt mir nicht. Ja, super. Liegen da Teile? Ja, liegen Teile. Komme ich von. Oh mein Gott. Geht das wohl? So, falsches Item. Ich habe nur die Flieger hier. Also hier hochfliegen kann ich definitiv. Gehe ich da überhaupt hin? Wait a second. War ich da unten oder war ich da unten nicht? War ich da? Doch, da bin ich mit der Plattform nach oben geflogen, glaube ich. Oder? War ich da? Muss eigentlich, doch, ich bin von da dann dahin geflogen. Und von da aus nach oben, ja, doch.
Doch, da war ich. Okay. Okay, gut, dann baue ich mir jetzt ein Flugzeug wieder. Mit Raketenstart am besten. Ob das überhaupt funktioniert hier? Mein. Man müsste meinen, dass es funktioniert. So. Frage ist nur, reichen Raketen? Oder. Eigentlich müsste eine Rakete reichen, oder? Und trotzdem nochmal zwei Ventilatoren dazu. Auch wenn das Overkill ist. So. Gut. Zack. So. Täusch mich nicht. Eventuell ein bisschen zu steil nach oben, aber es funktioniert. Ja, und direkt eine Sturzlandung. Und das Ganze für eine Kiste wahrscheinlich. Ja. Also ein bisschen besser ist mein Rücken jetzt nach dem Duschen, aber. Oh, ja, ist klar, hier gibt es einen Willen der Weisen, aber da oben muss ich erst einen Kriok platt machen. Also einen Kriok-König sogar. Ist klar. Sollte ich eventuell von solchen Bossen langsam mal Bilder machen hin und wieder, falls sie mal irgendwer sehen will? Aber ich kaufe so, ich kaufe lieber die Bilder eigentlich. Fürs Archiv. Aber gut, ja, Passt schon. So, irgendwie in die Richtung und da hinten. Zack. Dann nochmal darüber und dann bin ich eigentlich fertig hier oben. Und da ist ein verfickter Krok, das sehe ich jetzt schon. Der kleinen, dummen, fliegenden Insel da hinten. Ja, und dann könnte ich eigentlich zu dem Stall hier unten noch hin. Im Schneegebiet. Und von da aus dann eigentlich, ja, keine Ahnung. Eigentlich zum Dorf der Orni, da die Quests machen und dann könnte ich nochmal nach hier. Kariko. Und dann habe ich eigentlich doch relativ viel geschafft. Dann habe ich erkundet und ganz viele Quests gemacht. Eigentlich alle, die ich bisher gefunden hätte, dann. Das ist Kacke. Das ist jetzt Kacke. Von oben nach unten, okay, aber von unten nach oben? Es wird nicht gut gehen. Es wird sowas noch nicht gut. Ach, wobei. Ach, ja, in dem Ventilator müsste das auch nicht funktionieren. Ich dachte gerade an einem Dingens. Müsste ich nicht eigentlich so nach unten machen? Damit ich auch die Distanz. Ja, doch, eigentlich müsste nach unten. Noch eine Rakete irgendwo. Für einen Speed Boost zu Anfang. Nö. Wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Wird wahrscheinlich in Ordnung. Oh Gott. Also es funktioniert. Funktioniert nicht. Alleine klappt das auch nicht so wirklich. Okay. Eine sehr dumme Idee. Was ist, wenn ich das da dranhänge? Ich hab das dann. Oh Gott. Und dahin geht mein Ventilator. Scheiße.
Okay. So, das ist mein Haken. Kann ich. Kann bestimmt auch so machen. Ja. Aber nicht so genau. Gut. Was ist, wenn ich jetzt eine Rakete mal nutze? Moment, wo ist sie denn? Ich nehme jetzt eine Rakete raus. So. Wer ringe ich dann da an? Das habe ich mir nicht so gedacht. Wie ist bei den Materials hier so ein bisschen? Nö. Also offiziell bin ich jetzt hier auf der Insel gestrandet. Ja. Gut. Was habe ich denn hier so? Was kostet die? 9. Hier reicht noch nie im Leben das Ganze da oben. Was kostet die? 15, aber auch wahrscheinlich nur wegen der Energieeinheit. Aber das ist eine gute Idee, Moment. Rakete. Und. Was noch? Ja, komm, einen davon. Nein. Zack. Woher kommt was? Was kostet's? Kostet echt 9 Stück wie Batterie. So. Was ist, wenn ich jetzt mich nur dicht daran befestige? Nehmen wir ganz weit vor. Und. Nicht anlotzen. Oh mein Gott, das war knapp. So, ein kleines Stück hier nach oben, oder? Das reicht nie im Leben, darüber zu kommen. Das reicht never. Das reicht never. Es reicht. Okay, es könnte reichen, um daran zu kommen. Hätte von da oben drauf noch eine Rakete nutzen sollen. Kann ich auch an Wänden durch Wände gehen? So, sind hier irgendwo. Da ist das Bräuch. Wird sowas von nichts werden. Essen. Ja, komm, das lohnt sich eh nicht. Irgendwas anderes zu nutzen. Oh Gott. Wähle oben drauf, gibt es gleich nichts. Er hat sich nicht festgehalten. Gut, dann gehe ich von da halt los. Oh Gott, ist das eine Shitshow hier. Oh Mann. Und dafür habe ich schon wieder 40 Minuten jetzt gebraucht. Ich hätte für 9 einfach mein Dingens craften sollen. Mein normales Hoverboard. Das hätte mir sehr viel erspart jetzt. Sehr viel. So. Lass ich raten, die Schienen sind jetzt auch noch höher als ich hier. Ne, die waren tiefer, oder? Wo genau waren die? Da sind die Dinger. Da ist das. Karte. Ja.
Die sind auf gleicher Höhe auch noch. Wie weit komme ich wohl? Nicht weit genug. Ah, ja, komm, scheiß drauf. Ich komme nicht drum rum, glaube ich, dass ich das Ding crafte. Zack. Ich finde 8 Favoriten ein bisschen wenig, muss ich sagen. Dafür, dass man hier so kreativ werden soll, finde ich 8 Bauten dann doch ein bisschen arg wenig. Nur so angemerkt. Alter, wie sie echt da versuchen, diese eine Lorenschiene mit 2 Pixeln irgendwie darzustellen die ganze Zeit. Uff. Wo hängt's eigentlich? Es hängt vorne. Also es ist immer noch nicht hundertprozentig mittig, aber ja, es fliegt halt. Weil gerade fliegen halt schon geil wäre. Wenn ich nicht mal gegen andrücken müsste. Das Ganze gleich für eine alte Karte, ich sehe es kommen. Das ist echt so ein Fucker. Wow. Oh nein, 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 nein. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Du kommst jetzt wieder hoch. Ich wollte gerade sagen. Zack. Gut. Ich will gar nicht wissen, wie viel ich insgesamt bisher habe. Wahrscheinlich erst 300 oder so. Wobei 300 wäre schon ganz geil eigentlich. Boah, doch, 300 wäre geil eigentlich. Knapp ein Drittel. Für eigentlich noch nichts wirklich. Ja, doch, eigentlich. Mittlerweile kann ich auch sagen, ich habe nicht mehr nichts erkundet. Weil eigentlich habe ich doch schon relativ viel erkundet. Auch schon mehr, als was ich eigentlich nötig, als nötig finde. Okay, Wille der Weisen. Nice. Okay, irgendwie gibt es hier relativ viele gerade. Warum? Warum sind hier gerade so viele Dinger? Zack. Wirklich. So, und wieder zurück dahin, wo ich herkam. So. Gut. Bleib dabei, dass die Titanen nicht mehr hier sind, das ist das Einzige, was so ein bisschen Gamebreaking ist. Schreine und Türme kann ich noch nachvollziehen, wenn die irgendwie in sich eingefallen sind. Aber. Oder deaktiviert. Und einfach an den jeweiligen Punkten in der Erde jetzt stecken. Aber alles andere kann ich irgendwie nicht ganz so akzeptieren. So, fliegen wir doch mal hier lang. Ist hier jetzt irgendwo. Ist hier irgendwas? Irgendwo noch ein kleiner Fucker-Grog oder so. Nö. Ernst, oder? I geht. Okay. Zwangsweise jetzt dann doch hier wieder her. Du siehst dieses Teil. Du müsstest eigentlich in der Datenbank haben, dass es von einem sehr großen von euch kommt. Na gut, ihr seid darauf programmiert, so oder so anzugreifen, aber. Ja, ein bisschen logisch denken. Wäre schon ganz geil für euch. So, ansatzweise zumindest. Oh, die hat ein Gamma-Konstruktteil. Ich sollte eventuell aufpassen. Oh, muss ja nicht. Müsste Rivaldi nicht eigentlich auch ein Nachfahre gewesen sein dann, wenn er auch eine Luftability hat? Theoretisch ja. Warum muss ich 5 Millionen mal treffen?
Ah, wait a second. Kann ich hier mit dem theoretisch sogar relativ gut da hinten rüber? Zum Kriok. Theoretisch sollte das relativ gut gehen, oder? So, da ist der Schrein. Einmal kurz darüber. So. Hier ist nichts. Dann ärgern wir doch mal den. Oh, der hat eine Kiste. Wo ist sein? Ah, da ist ein Chor. Ja. Triple Shot und auch irgendwas mit solidem Damage, aber was nicht zu selten ist. Das waren 17. Die Drachenteile sind eigentlich relativ gut dafür gedacht. Leuenhufe prinzipiell auch, ja. Inoxzahn. Machen wir die Bossbock Power. Und halt nur 10 Damage, aber. Und du bist kaputt. Okay. Teils das Schicksal meines Hinox. Ach, meines Chimärenbogen. Hat die irgendwas schon mit dem Massenspor als Wort? Ja, dich nicht, oder? Doch. Was ist eigentlich, wenn ich das Masterschwert mit einem Jasmaschwert verbinde? Nur so in der Theorie. Dann kriege ich eigentlich nur den Effekt davon, oder? Klingt nicht so geil eigentlich in der Kombi. Wie schön friedlich das ohne Wolke hier im Himmel ist. Gut. Nice. Also komme ich nur wieder hier hoch. Okay. Gut. Dann bin ich mit diesen Himmelsinseln hier fertig. Ja, dann eine Ebene tiefer. Hier war ich auch fertig. Dann wollte ich mich jetzt ja eigentlich um die Dinger hier kümmern. Um die Quests, genau. Und da muss ich vom letzten Stall die Quest noch machen, aber dafür muss ich wieder in den Süden eigentlich. Wegen diesem komischen Reittier. Deswegen ignoriere ich die jetzt erstmal. Die Kurier-Quest. Dann gehe ich direkt zum Kurier. Und dann von da aus ins Dorf der Orni. Klingt nach einem Plan. Oh mein Gott, mir fällt gerade was ein. Kann ich wohl irgendwie auf einem Fahrzeug ein Feuer mitnehmen? Im Wintergebiet? Das wäre interessant. Müsste bestimmt funktionieren irgendwie. Gut, ja, ihr singt hier. Ich erkläre gerne den Weg. Ja, du hast eine Quest, das weiß ich. Das habe ich gekocht, oder? Ja, ich glaube schon. Doch, habe ich. Ich weiß noch, wie ich rausgerannt bin. Gut. Schneefall. Beschissenes Wetter. Und du warst der Typ, der die Leute nicht ansprechen wollte hier, die Pilztanten. Neue Rezepte probieren. Ja. Hamo. Oh, guten Morgen. Willst du dir Frühstück machen? Zurzeit beschäftige ich mich mit Kraft- und Abwehrnahrung, die den Körper jeweils auf ihre Weise stärken. Wir leben schließlich in einer gefährlichen Welt. Kraft- und Abwehrnahrung schmeckt nicht nur, sie macht es auch leichter, gegen Monster zu bestehen. Ja. Macht sie definitiv. Da ist ein Grog. Das sehe ich doch von hier. Achso, das war die Maske, die jetzt geglitzert hat. Dupdi-dupdi-du. Zack. Oh, du hast mich gefunden. Hast du kurz. Achso, ich sollte mich hier umhören. Wegen irgendwelchen Monstern. Hast du was dazu zu sagen? Oh.
Gigiwake. Schlagzeilen. Geheimnisvolle Unbekannte am Stall der Ebene. Neue Entwicklung. Aha, da hat sich was etwas Neues ergeben. Blonde Männer um Hilfe zu bitten, war Teil eines Jägerplans, den Schwertkämpfer Link in eine Falle zu locken. Diese Jäger sind nicht mehr sehr schlau. Link ist doch der Leibwächter von Prinzessin Zelda. Niemals würde er in eine so offensichtliche Falle tappen. Ja, diese Ausgabe werde ich von vorn bis hinten irgendwas Interessantes. Alle Blicke wenden sich nach Ateno, dem Geheimtipp für Modebegeisterte. Das klingt interessant. Sargono, die berühmteste Modeschöpferin Hyrule, kehrt in ihr Heimatdorf Ateno zurück. Ateno, das liegt weit im Osten von Nikluda. Bis dahin ist es eine lange Reise. Aber wenn es dort nun exklusive Mode gibt, würde mich ein Ausflug nach Ateno schon reizen. Ja, mich nicht. Aktuell. Weil Ateno heißt Hyjana, Hyjana heißt reden. Reden heißt, ich muss sehr viel reden. Gut. Da hinten fliegt der Drache wieder. So, Aeon. Aeon. Bitte entschuldige, aber dürfte ich dich bitten, mir noch einmal die Vorkommnisse hier in diesem Stall zu schildern? Das sind. Warte. Es ist bei den Rundungen eine Frau. Mit einer sehr, naja, nicht so betörenden, tiefen Stimme und. Naja. Ja. Ich mein Typ, aber sieht ja auch nicht so schlecht aus. Egal. Tja, dieser Stall hatte ein extrem seltenes goldenes Pferd versorgt, das Prinzessin Zelda in ihrer Obhut hatte. Doch eines Tages ist es davon gelaufen. Das Verschwinden eines Pferdes von Prinzessin Zelda ist an sich schon ein Titelthema wert. Doch was mich und viele unserer Leser interessiert, sind die genauen Umstände, die zu seinem Verschwinden führten. Oh ja, das werde ich wohl nie wieder vergessen. Ich hatte mich bereits um die Pferde gekümmert und ruhte mich im Stall aus. Das Pferd der Prinzessin war meist ruhig und freundlich, aber plötzlich wieherte es so laut, dass ich es drinnen hören konnte. Also bist du zu ihm hin, und um nachzusehen? Ganz genau, und dort stand sie plötzlich, direkt vor dem Stall, die vermisste Prinzessin Zelda. Als sie sich dem Stall langsam näherte, begann das goldene Pferd wie wild zu toben. Und dann stürmte es Hals über Kopf aus dem Stall. Und während ich dem Pferd noch hinterher schaute, verschwand die Prinzessin ganz plötzlich. Es ging alles so schnell. Das Pferd und Prinzessin Zelda werden sich aber kaum Luft aufgelöst haben. Obwohl dieses Gezwitscher auch klingen mag, scheint es sich hierbei um eine ernste Sache zu handeln. Oh, du bist Kollege. Du scheinst ein Talent dafür zu haben, andere unbemerkt zu belauschen. Die ideale Voraussetzung für einen Reporter. Na nun, noch jemand aus der Redaktion? Ganz recht, das hier ist mein Kollege. Er ist zwar noch neu, aber scheint über großes Potenzial zu verfügen. Vielleicht wäre es nicht verkehrt, ihn in unsere Unterhaltung mit einzubeziehen. Gab es sonst etwas Auffälliges? Mal sehen, also das Pferd erhielt sich jedenfalls alles andere als normal. In der Nähe der Prinzessin, die ihm sehr zugetan war und es beschützte, schien es immer sehr glücklich zu sein. Ich weiß auch nicht, was es plötzlich so verängstigt haben könnte. Man sagt, Prinzessin Zelda sei eine sehr warmherzige, ehrenvolle Person. Und eben jene Prinzessin soll dem Pferd Angst gemacht haben. Ich konnte leider nur die Silhouette des Gesichts der Prinzessin sehen, aber sie wirkte irgendwie kalt. Dann machte sie bei unserem Gespräch zuvor einen so liebenswürdigen und herzlichen Eindruck. Vielleicht war sie auch bloß etwas verstimmt, weil sich ihr Pferd plötzlich so wild verhalten hat. Nun, das entlaufene Pferd wieder einzufangen, ist das Mindeste, was ich jetzt noch für die Prinzessin tun kann. Och, nö. Es ist nach Norden gerannt und seitdem fehlt von ihm jede Spur. Ja, natürlich genau auf den Kriok zu. Ich will mich nur zu gern selbst auf die Suche machen, doch es gibt Gerüchte über ein großes Flugmonster dort. Da bleibt mir wohl nur, den Stall auszumisten und auf die Rückkehr des Pferdes zu warten. Ach, wenn es doch nur jemanden gäbe, der es finden und zu mir zurückbringen könnte. Wieso kann man Brandmedizin eigentlich nur mit Löschachsen gefüllt machen und Löschflüglern? Das ist voll nervig. Ja. Kurz, dass er das goldene Pferd bringe, Hebra Frieden. Achso, sogar da vorne direkt an. Das goldene Pferd. Achso, das zeigt dann einfach nur hierher. Ja, super. Habe ich irgendwas Gutes? Nee, habe ich nicht. Ich kann mal halt einen Schlitten nehmen und einen Ventilator dranhängen. Das war's dann aber auch schon. Oh, was ist da denn? Das ist irgendwie. Der sieht interessant aus. Der sieht unnatürlich geformt aus.
Oder auch nicht. Wenn ich jetzt aber hier bin, gegen den muss ich halt eigentlich schon die Rüstung komplett nehmen. Also muss ich nicht, aber das ist deutlich angenehmer. Schild alleine wird dann auch nicht reichen, aber egal. Habe ich noch ein einfaches Handgericht? Ne, habe ich nicht. Dann kann ich auch herkommen. Ja, scheiß drauf. Dann kann ich auch einen anderen Schild nutzen. Den hier fürs Endgame quasi. In der Luft. So. Also ein Schwert. Zwei Hände ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Weil es sind eigentlich Abbauwaffen. Nehmen wir mal die. Also eine Wirbelattacke ist irgendwie relativ schwach in diesem Spiel, kann das sein? Gibt es darauf einen Damage Modifier oder ist es einfach nur als Rundum-Angriff gedacht? Weil eigentlich Rundum kann auch eigentlich der Zweihänder. In gewisser Weise. So. Hi. Was ist eigentlich, wenn ich den mit Feuerpfeilen beballere? Was ist, wenn ich das mal mache? Ach komm. Zack. Ich mal keine Zielsuchpfeile nehme. So. Du musst bitte nicht irgendwie ausweichen, so halb. Das funktioniert gut. Ah ja, ist ja gut. Achso, du konntest ja den Move. Ii. Ja, komm. Oh, immer dieser Schneesturm. Komm, müsste reichen, oder? Was guckt es dein scheiß Auge an? Was soll denn der Quack? Was gucke ich das Auge an? Wenn sie es dann doch ignorieren. So. Hätten wir auch sparen können. Oh. Ja, sollte mit der reichen. Ja, komm. Na, Augen. Kommt wieder eine Höhle mit Fliederbeißer-Augen irgendwie. Na komm, trefft ihr? Ja, so irgendwie so halb. Irgendeins trifft schon. Komm, irgendeins wird doch treffen. Au. Wo ist der scheiß Drache? Da ist der scheiß Drache. Gut, Flügel. Wo sind die Flügel da? Jetzt wird's mit Zielen oder was? Okay. So. Gut.
Ja, Flammschild. So. Passt auch. Gut. Nichts Neues dabei. So, und jetzt? Wo sitzt der Kackdingens? Laut Pauline rannte vor kurzem Prinzessin Zeldas Pferd, das im Stall des Schneelands gehalten wurde, in Richtung Norden davon. Bla bla bla. Hallo fürchtet sich zu sehr, um selbst auf die Suche nach dem goldenen Pferd mit der zu einem was? Mit der zu einem Wabenmuster geflochtenen Mähne zu gehen. Da im Schneeland ein riesiges Monster sein, sowas. Ja. Kann ich jetzt sagen, dass sie hierher gehen kann? Oder muss ich das Ding jetzt selber suchen? Nur so ist Interesse. Muss ich es jetzt selber finden? Weil meines Erachtens nach habe ich das getan, was ich hier tun sollte. Das Monster platt gemacht. Und die Frage ist, ist dieses Pferd das Pferd, was ich eigentlich schon übertragen habe? Aus dem letzten Spiel? Das könnte sein. Hat doch geflochtenes, goldenes Mähnenhaar, oder? Bin gar nicht sicher. Nee, okay. Ach, goldenes Pferd. Achso, nicht weißes Pferd. Jesus, das Pferd golden. Bitte, was? Ich wette, man kriegt das auch auf normalem Wege. Und muss nicht den Drachen machen, aber da hat man hinterher auf dem Rückweg keine Probleme. Irgendwie sowas, wahrscheinlich. Aber gut, dann habe ich halt einen Kriok nochmal gemacht. Was soll's? Ja, tätscheln. Oh, ich merke, eventuell könnte das wenig Sprints haben, aber dafür einen allgemeinen hohen Speed. Kann das sein? Das Ding geht ja ab wie Schmitz' Katze. Wow. Kann aber nur dreimal Ausdauer nutzen. Kann man Pferde leveln, bitte? Aber im Ernst, warum ist das golden? Ja. Das darf ich ihr selber nicht nutzen, oder? Ja gut, in dem Sinne. Achso, das sind Pferde. Was sagen. In dem Sinne sind Pferde halt schon geil. Aber ja. Für gerade Strecken auf Ebenen vielleicht ganz nett. Oh Gott. Anhalten. Rückwärtsgang, Rückwärtsgang, Rückwärtsgang. Ja, eigentlich drücke ich schon nach hinten links, aber das Pferd will nicht. Ja, lenken ist da kacke mit denen. So. Hi. Hoffentlich geht's ihm gut. Bin da. Nun sieh sich das eine an. Da ist ja der Streuner. Kein Zweifel, das ist das goldene Pferd der Prinzessin, das ausgebüxt ist. Wie schön, dass du es gefunden hast. Ich war schon ganz krank vor Sorge. Na, so eine Überraschung. Wie hast du. Hey, Kollege, versuchst du etwa mir die Schau zu stehlen? Du lässt mich als Top-Reporter ganz schön flügellarm aussehen. War nur Spaß. Immer liefern mir deine Heldentaten neuen Stoff in meinen Artikel. Gut gemacht, bin stolz auf dich. Und wie mir scheint, hat das Pferd bereits einen Narren an dir gefressen. Das kann man wohl sagen. Ha, ich hab's. Wenn es dir keine Umstände macht, würde ich dieses Kerlchen gerne in deine Obhut geben. Prinzessin Zelda hatte mich auch schon darum gebeten, jemanden zu finden, der gut für dieses Pferd sorgt. Und wenn es mit einem Reisenden, wie dir ganz halb durchstreift, nun, dann findet es vielleicht sogar eines Tages seinen Weg zu Prinzessin Zelda zurück. Denk nicht lange darüber nach, Kollege. Betrachte es einfach als kleinen Gefallen für das Pferd und nimm es mit. Aber bevor ich es vergesse, eine Kleinigkeit hätte ich dann noch für dich. Königszaum zurück. Okay, also man kriegt das goldene Pferd, markiert das weiße Pferd. Im letzten Teil war es das riesige schwarze und das normale weiße, was eigentlich das hier sein müsste. Okay. Hier, bitte nimm das auch noch. Königssattel. Achso, ja, ich muss die Text nochmal lesen gleich.
Prinzessin Zelda hat bei uns Sattel und Zaumzeug für dieses Pferd hinterlegt. Es ist schon daran gewöhnt, also kannst du ihm beides ruhig anlegen. Ich habe hier noch etwas, das du sicher auch ganz gut brauchen kannst. Ausdauermedizin. Aha. Eigentlich wollte ich mit dieser Ausdauermedizin das entlaufene Pferd beruhigen. Allerdings habe ich jetzt dafür keine Verwendung mehr. Also solltest du sie haben. Du magst vielleicht nur ein Neuling auf dem Gebiet sein, aber der Journalismus scheint dir wirklich im Blut zu liegen. Dank deiner Mittel werde ich einen spitzen Artikel zu Papier bringen. So, Kollege, wir sind nun 5 Gerüchten um Prinzessin Zelda auf den Grund gegangen. Beim Kleeblatt-Kurier bist du das Gesprächsthema Nummer 1. Da ist es also, unser Nesthäkchen. Die Verkaufszahlen unserer Zeitung haben sich dank unseres Artikels übrigens stark erhöht. Kletis hat mir deshalb aufgetragen, deinen Lohn zu erhöhen. Hier für dich, Nesthäkchen. Okay. Also man hat keine Geldprobleme eigentlich, wenn man dann nur das Nötigste kauft. Also dann, nichts wie zurück ins Büro und frisch ans Werk. Mach's gut, Kollege, man sieht sich. Und jetzt, Abflug. Übrigens habe ich mal aus Interesse, random gesehen, dass wenn man in Kakariko die teure Rüstung gekauft hätte und dann die Quest macht, hätte man das Geld zurückerstattet bekommen, die Differenz. Nach dem Prinzip, ja, du hast es gekauft, weil du es nicht besser wusstest, aber gut, wir geben es dir trotzdem zurück. So. Oh, aber das ist doch das goldene Pferd, in das sich Prinzessin Zelda so liebevoll gekümmert hat. Bin damit vertraut. Willst du es registrieren? Registrieren. Sehr gern. Bitte überprüf noch einmal, ob das hier das richtige Pferd ist. Zugkraft nur 2, Ausdauer auch nur 3, aber Stärke und Tempo 4. Ja. Wunderbar. Für die Registrierung eines Pferdes erheben wir, ja. Blablabla, ein Stallpunkt. Ja, ja, Registrierung beginnen. Boah. Verdammt. Wie nenne ich denn das jetzt? Der Doni ist schon vergeben, verdammt. Auf Japanisch heißt Pferd Uma. Uma, oh, nee. Wie hieß ein Gold nochmal? Silber war Jin. Das weiß ich. Also Gin. War das Kin? Weil Ginro und Kinro, glaube ich. Gold, Japanisch. Kin, genau. Kinoni. Kinoni oder Goldoni? Bin mir nicht sicher. Kinoni, Goldoni. Kinoni? Ne, Kinoni klingt wie Kino. Ah, komm, machen wir dumme Namen in dem Spiel. Goldoni, Goldini, haha. Goldini, Goldoni. Ich meine, das eigentliche Schwert, Pferd der Prinzessin haben wir Enzian genannt. Das weißt du. Von daher, passt schon. Goldoni sein, ja. Der Name ist jetzt registriert. Möchtest du mit diesem Pferd gleich mitreisen? Ja, komm. Gut, wir nehmen Ferdoni bei uns auf. Und dann wäre die Registrierung abgeschlossen. In dem Sinne nach, da steht, kannst du noch Änderungen vornehmen. Du hast zwar noch nicht genug Punkte, um die Mania das hier zu frisieren, aber du kannst den Sattel gegen einen anderen sogar mit Geschirr tauschen. Ausrüstung wechseln. Geschirr, achso. Reisesattel, Königssattel, Pferdefreunde-Sattel. Wenn schon, dann richtig. Königssattel, natürlich. Ja. Zaumzeug wechseln. Reisezaumzeug. Königszaumzeug. Pferdefreunde-Zaumzeug. Ach, das ist für den ganz Großen, glaube ich, eigentlich gewesen. Nennen wir das. Ja. Passt das so? Ja. Lieber doch nicht. Das stehen vorzüglich. Wenn du die Ausrüstung des Pferdes wechseln möchtest, komm wieder zu uns. Ich bedanke mich für die Nutzung unseres Stalls. Bitte lass mich wissen, wenn nicht. Bla bla bla. Wenn du zu Pferden, die man reden möchtest, solltest du ihn anvisieren. Bla 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 bla. Mond. Nächster stehen Inseln und Schiffe. Ganz ehrlich, wenn ich in die Zukunft denke, sehe ich schwarz. Waren bestimmt neue Texte, aber ich habe keinen Bock bei solchen Leuten drauf zu achten, ob die was Neues sagen eigentlich. Gut, gucken wir doch mal in den Questlog eigentlich rein, wollte ich sagen. So. Wo ist unsere Linie? Ich weiß, alter Zeiten. Torezian. Ja, da muss ich mal gucken eigentlich. Ringe Hebra Frieden. Ja, gut.
Wollen wir nochmal gucken. Das beste Pferd ist immer noch Ipona eigentlich, aber das hier kann man zumindest in, das verliert man hier zumindest nicht, farbtechnisch. Das fällt auf. Oh Gott, leckt das gerade. Ist der Shop da hinten? Nee. Ah, okay, so ein Angriffsding ist das jetzt hier. Gut, muss ich wieder irgendwas tun oder muss ich einfach nur angreifen? Hi. Amani. Hallo, du bist es, Link. Hallo, dachte mir schon, dass wir uns irgendwann wieder über den Weg laufen. Wir wollten gerade dran gehen, das Monsternest da auszuheben. Na gut, dass ich das noch nicht gemacht habe, glaube ich. Aber diese Eisenkugel im Eingang hat sich als Problem erwiesen und jetzt sitzen wir hier fest. Wenn wir da einfach planlos reinstürmen, erwischt uns die Kugel, so viel steht fest. Wenn wir nur irgendwie diese Eisenkugel loswerden könnten, wären die Monster da Geschichte. Kann ich die auch einfach so platt machen, die Monster? Und Rückwärtsgang. Ja, roll mal gut auf die zu. Kann ich. Au. Jetzt eine dumme Idee. Tun wir das, was ich tun soll. Aha, die Eisenkugel ist fort. Folgt mir zum Angriff. Ja. Also noch brauche ich ja kein Dingensschild. Zack. Naja, ja, ich gar kein Stück auf alles andere um mich herum. Sag mal. Kann ich nicht eigentlich dich jetzt hochjagen? Du hast da Feuersteine drin irgendwie. Oh Gott. Ja. Jo. Hey, mein stark aufgeladener Angriff. Okay, der kann zweimal treffen, wenn ich auflade. Könnte ich die auch ganz um meinen Angriff voll zu nutzen? Ist das? Nee, war's nicht. Oh, ich lusche mal so ein bisschen nebenbei. Ja, ja, geht jeder oben ruhig gucken. Weg damit. Ich will den Königsschild haben. So. Okay, hier ist irgendwo ein Dingens. Weg damit. Weg damit. Hartholz. Nehme ich das mit. Hartholz, Eisenholz, ja. Müsste eigentlich die Reihenfolge sein. Kann ich den hochheben? Theoretisch ja, oder? So. Opal. Jo. Zack. Röstrüffel. Oh mein Gott, diese Verschwendung. Dieser knusprige, geröstete Max-Trüffel schmeckt köstlich. Achtung, rohe Trüffel sind auch eine hervorragende Kochzutat. Passt so schade zum Rösten. Röstpalmfrucht. Eine Palmfrucht, die direkt der Hitze ausgesetzt wurde. Das gedünstete Fruchtfleisch genießt man am besten in beim Kochen ausgetretenen Fruchtsaft. Mhm. Das ist euer Ernst? Kriegt es jetzt nicht hin, einen Gegner da oben platt zu machen ohne mich? Oder sieht ihn einfach nur nicht? Okay, fairerweise, wo ist er? Okay, habt ihn gefunden. Stahlkugelhammer, den nehme ich mit. Ja komm, als Opferwaffe. So. Zack. Ich lusche mal nebenbei, kein Bock gleich wieder. Achso, da oben ist er. Und den kriegt ihr jetzt echt gerade nicht? Wow. Das ist traurig, Leute. Eure Wegfindung. Holzpfeil.
Und was ist hier? Der große Trostpreis. Inox-Hammer. Ja, 31 und zum Abbauen ganz praktisch, von daher, von mir aus. Kann man mitnehmen. Das Ding hat jetzt eben noch einen Schlag. Der Sieg ist unser. Alle herhören, sammeln an meiner Position. Besorgt zuerst die Verwundeten, sobald ihr etwas zur Ruhe gekommen seid, treffen wir uns zur Lagebesprechung. Link, dir möchte ich auch für deine Hilfe danken. Könnte ich kurz mit dir sprechen? Die hilft echt kein Stück mit. Wow. Die am besten ausgerüstete Person. Gammelt auf ihrem Pferd rum. Hui, du steckst ja wirklich voller Überraschung. Bist ganz sicher dazu außer Korn oder so. Gut, dann gebe ich dir hiermit den verdienten Lohn für deine Hilfe. Yay. Wir gönnen uns einen Momentchen Ruhe, bis unsere Kampfkünste wieder gefragt sind. Dieser verflixte Blutmond. Egal wie viele Monster wir aus dem Verkehr ziehen, das blöde Ding lässt sie alle wieder neu erstehen. Auferstehen. Da brauchen auch wir etwas an Erholung, sonst überwältigen sie uns beim nächsten Mal noch. Und das will ja keiner. Eigentlich muss man ja sagen, wenn die eh immer wieder auferstehen, warum macht denn überhaupt die Camps hier platt? Wäre es nicht sinnvoller, dann diese Camps, wo sie wieder auferstehen, einfach direkt so zu verriegeln, dass sie gar nicht erst rauskommen können? Und immer wieder direkt durch Hunger und Wassermangel, also Nahrungs- und Wassermangel, draufgehen? Einmal rieche sich drumherum Eisensachen aufbauen oder feste Holzsachen. Jegliche Quellen Feuer rausnehmen und fertig. Na gut. Und das will ja keiner. Wer sich zu viel abverlangt, der wird vom eigenen Hochmut besiegt. Pass auf, du, gut auf dich auf, ja? Möge der Segen der Göttin Hylia dich begleiten, tapferer Krieger. Bringe Hebra Frieden, ja. Bis zum nächsten Blutmond. Wie sie schon sagt. Gut. Blauer Bockblin, ja. So, ich mache noch knapp. Ah, da hinten ist jetzt auch der Händler wieder, okay. Aber ich sehe ehrlich gesagt gerade nicht, wo hier der Krog ist. Das würde ich mich hier oben drauf. Tatsache. Oder? Stein. Ja, du hast mich gefunden. Meine, fairerweise mittlerweile, wenn ich mir das so angucke oder vergleiche mit Genshin so ein bisschen. Eigentlich doch, ja. Die Sigils und die Dendro, ja gut, eher die Dendro, ach gut, den Dendro vor allem. Die Oculus-Dinger, die man im Ingame findet. Es sind eigentlich die Crocs in dieser Welt, muss man schon sagen. Und beide geben halt eine Belohnung, eine kleine. Mein Inazuma hatte, wie viel hat Inazuma gehabt? 170? Dewa hat 120, Mondstadt nur 100, nee, nur 60 oder 66, aber war auch ein kleines Land. Wobei Mondstadt hatte dazu auch noch theoretisch Dingens bekommen. Den Drachengrat als eigenes Gebiet. Der hatte ja auch nochmal dann solche Dinger zum Sammeln. Jetzt eigentlich hätte Mondstadt dann, keine Ahnung, wie viele waren da? 40, auch 100. Und ja, so Meru mit 220 oder so war natürlich übertrieben, aber es war auch eine Riesenregion. Von daher passt das eigentlich. Zack. So. Hose und. Achso, Hose alleine reicht schon hier. Dann reicht doch eigentlich auch der Schild, oder nicht? Theoretisch müsste doch der Schild dann auch reichen. Ja, gut. Was fuse ich denn jetzt hier rauf? Was Klingenmäßiges. Mal machen wir einen Simmer Bossbockhorn. Why not? So. Das ist meine absolut schwächste Waffe jetzt gerade als Einhandwaffe. Cool. Und auf dich packe ich was drauf? Irgendwas. Ja. Dich habe ich gerade nicht so oft. Nehmen wir dich. Also ich habe auch noch genug und ich kann sie eigentlich farmen gehen locker.
Und selbst wenn ich es nicht farmen kann, kann ich es einfach vervielfältigen, theoretisch. Aber ja, muss nicht sein. Hier, du bist mein Draufhammer. Habe ich noch einen Speer? Mir gehen gerade die Speere wieder aus, so ein bisschen. Ich meine, gut, ich habe Elementstäbe, Speere dabei, aber die lohnen sich eigentlich gar nicht mehr so wirklich. Wenn ich erstmal mit dem wieder weiter rum. Den erstmal aufbrauchen. So. Dann habe ich aber hier eigentlich alles ja eingesammelt. Den Krog. Kann ich da so runter? Ja. Frage. Kann ich? Schade. Oh, guck mal, wer da hinten ist. Ich wollte die Eisenkugel auf den Hirsch, Elch fallen lassen. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Hirschen und Elchen? Ich wollte Hirsen sagen. Irgendeinen Unterschied muss es doch geben, oder? Muss aber sagen, das Handling von dem ist relativ gut eigentlich. Aber gut, hier ist die Ebene auch relativ flach. So. Hallo, Colton. Guten Abend, Reisender. Kein sehr angenehmes Wetter, aber um zum Satori zu werden, nehme ich es etwas gerne auf mich. Oho, was spüre ich da? Warum läuft es mir kalt den Rücken runter? Ich habe das Gefühl, du hast haufenweise Majoe-Signer für mich dabei. Wenn du Majoe-Signer besitzt, kannst du sie bei mir gegen Schätze eintauschen. Tauschen wir. Eine Horror-Blindenmaske gegen 4 Majoe-Signer. Abgemacht. Du hast einen kleinen Monster-Fan, bla bla bla, runter damit. Schluck. Ein ganzer Körper, ja, verzeih mir, gesprochen Schätze, ja. Was kommt jetzt? Kriokflügel? Wahrscheinlich, ja. Gut, mehr habe ich nicht. Bis zum nächsten Mal. So. Jetzt gerade eh hier lang reite, dann kann ich hier nochmal die Ebene kurz angucken. Aber eigentlich ist die relativ leer. Irgendwelche Nachteile, wenn man alle nutzt? Nicht wirklich, oder? So. Gut. Gut, 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 gut. Es ist nur eine, ja, es ist nur eine Ebene, die er da hat. Das heißt, eine simple Konstruktion wird hier nicht ausreichen. Okay, so. Gut. Verdammt. Doch so. Moment. So. Achso, das passt da nicht durch. Warum passt das da nicht durch? Das ist so nervig. Ja, dann andere Idee. Dann nehmen wir dich mal. So. Runterhauen lassen. Nein. So. Es dürfte trotzdem doch jetzt eigentlich nicht fallen, oder? Doch, es wird fallen, es wird nach vorne fallen.
So. Jetzt fällt es nach vorne. Nach rechts kann es nicht fallen. Links wird es gehalten. Wobei. Nehmen wir nochmal so ein. Packen wir nochmal so ran. Ach, das geht sogar. So. Jetzt da, lass mal los. Lass du mal los. Ja. Hast du. Ja, gut, okay. Es hat fast funktioniert. Ach komm, jetzt hat er meine tolle Konstruktion hier weggenommen. Dieser Penner. Okay, Trick 17. Hab ich das noch irgendwie hier drinne? Ja, hab ich. Habe ich es aber auch einzeln drinne? Ne, habe ich nicht. Ja, dann nehme ich es jetzt einmal so. Zack. Was ist denn da? Klebestein. So. Nein. So. Einmal so. Habe ich jetzt im Lock drinne, ohne irgendwas? Nee. Lass sie ran, es geht nicht ohne irgendwas anderes in den Lock. Nein, geht's nicht. Aber theoretisch soll es doch reichen, wenn ich das jetzt aktiviere. Und darunter packe, oder? So. Dürfte eigentlich nicht umkippen, oder? Lass doch mal los. Okay, Rätsel trivialisiert. Ja. Ja, ich muss das so und so und so. Alles fertig. Jo. Dank deiner Hilfe, bla bla, roter Rubin. Scharfe Kräuterreisbleche, nice. Super netter Effekt. Und Übernachtungsgutschein. Andererorts, ja. So, gut. Hier war ein Krog, oder? Hier war kein Krog. Okay. Ja, und deswegen hasse ich Pferde, weil die einfach anhalten, obwohl es noch alles okay gewesen. Ja, da beim Eis könnte doch bestimmt was sein, oder? Nee, noch nicht. Keine Crocs versteckt? Nee. So. Auch nichts. Oh, ja, komm, das schaffst du. Nice. Zack. Starker Konstruktbogen, nee. Starker ist mir zu lame. Eigentlich Verschwendung, aber naja. Oh, Schneebären. Kommst du hier rauf? Also runter kommst du da wahrscheinlich nicht. Zack. So, und da ist bestimmt ein Krog bei der kaputten Hütte.
Okay, da war mal ein Pferd angeblich. Ach. War hier das Minispiel mit den Bowlingkugeln? Oh, ich könnte gar nicht reparieren, sondern Eichel kaputt machen. Oho, du hast mich gefunden. Boxsamen. Man müsste meinen, dass eigentlich RTX Voice dieses Knistern direkt filtert. Aber ich sehe das Mikro ausschlagen. So eine kleine Verarsche eigentlich. Also ich, ja. Ach, das sind die Bowling Pins. Hätte man sonst von ganz oben das gemacht? Ich glaube. Die haben die ganzen alten Minispiele rausgenommen. Aber man hätte theoretisch hier. Wo willst denn du jetzt hin, Kackpferd? Man hätte hier Bowling spielen können mit den Gegnern. Das Minispiel habe ich nie gespielt. Doch einmal, aber ich habe es erst online irgendwann irgendwo gesehen. Weil ich irgendwie mich hier dann nie umgeguckt habe. So. Komm ich hier lang? Ja. Der arme Minispielhändler. Drehbälle, größer rollen. Hondo. Achi! Tut mir leid, bitte entschuldige. Auch wenn der Kälteeinbruch vorüber ist, hier ist und bleibt es kalt. Ein offener Kampf gegen Monster ist so gefährlich. Aber mit dem ordentlichen Schneeball kann man sie gut überrumpeln. Es ist allerdings eine elende Arbeit, einen Schneeball so groß zu rollen, dass er auch richtig reinhaut. Und dann muss den auch noch so musste den auch noch so losschubsen, dass er sie trifft. Ja. Das ist mir klar. Danke für den Hinweis. Aber gut. Sorry. Du solltest nur deinen Job machen, Pferd. Diese Maschinen heulen nämlich nicht rum. Gut, aber andererseits, Pferde brauchen kein Mittel, um überhaupt loszureiten. Fairerweise. Die reiten ohne Energiezufuhr. Auch wenn sie, glaube ich, mit bestimmten Nahrungsmitteln schneller reiten können. Oder mehr Ausdauer haben. Irgendwas war doch da. Hier irgendwo da sind Blumen, die ignoriere ich aber jetzt. Sind die rein zufällig irgendwo? Ja, achso, ich bin schon auf der Schneeebene hinten. Also. Irgendwo ein dummer Krog hier. Dunkelfrüchte, nö. Und hier war ich. Kann ich wieder umkehren. Okay, du magst es nicht, wenn ich spamme. Ich muss schon abwarten, bis du zu Ende galoppiert bist. Eigentlich warte ich auch gerade nur auf einen Krog hier, der hier irgendwo ist noch. Du kannst doch selber so ein bisschen gegen angehen. Schlaue Wegfindung und so. Das Saying. Ah, 6 Stück nehme ich schon doch eher mit, als nur 3. Zack. Und aus denen kann ich halt jederzeit durch Schleimgelee noch mehr machen. Dass hier aber kein Ewarock oder so auf der Ebene hier ist, wundert mich gerade. Ein bisschen. Ich davon ausgehen, dass hier mindestens einer eigentlich ist. Aber gut. Hast du gerade eine extreme Kälte? Ja. Hier reicht es nicht mehr aus. Warum ist die Rüstung so weit weg? Ich will ein Inventar. Nee. Zack. Boah, reicht das? Reicht gerade so nicht.
Crew tun. Warte, YouTube? Es gibt mittlerweile eine YouTube-App. Oh, und interessant. Und wir haben noch nie gesehen, dass er hier irgendwas gemacht hat. Ah, das akzeptiert sogar. Okay. Ja, du darfst losreiten. Ich hasse Pferde. Ist das eigentlich das eine Ding, wo ich schon oben drauf war? Ja, doch. Wenn hier Tamanta, doch, dann müsste ich schon gewesen sein. Waren doch die mit dem Blutflügler, die mir die Medizin gegeben haben, weil die belagert worden sind, oder? Oder auch nicht. Hier ist gar kein... Oh, hier ist ein Orni. Wo ist denn dann die Hütte, die ich meine? Ach, da hinten ist die Hütte. Aber der war hier vorher nicht, oder? Ark. Ja. Hey du, hast du meine Signalfeuer gesehen? Mehr oder weniger, ja. Mein Problem ist, dass man mich... Was? Dass mich ein paar Monster entdeckt haben. Sie sind hinter den Vorräten her, die ich transportiere. Man hat sie uns am Stall des Schneelands geschenkt. Monster wie die wären normalerweise kein Problem. Aber diesmal sind es so viele, deswegen habe ich dieses Signalfeuer entzündet. Ich weiß zu schätzen, dass du gekommen bist, aber ich glaube nicht, dass du die Monster im Himmel erreichen kannst. Ja, mit Rivali Sturm theoretisch ja. Hoffentlich sieht jemand aus meinem Volk das Feuer. Angriff auf die Vorräte, Nebenaufgabe. Dude, ich habe dafür eine ganz einfache Lösung. Wir machen so. Dann mache ich ein paar Mal so. Dann mache ich so. Und nutz Instant Cheats. Wirklich beeindruckend. Ja. Cheat Mode. Unglaublich, dass du ganz allein mit diesem Monster fertig geworden bist. Du bist wirklich gut. Jetzt kann ich die Vorräte ins Dorf bringen. Schlepp nicht so viel mit mir herum. Also, schleppe nicht so viel mit mir herum. Deshalb kann ich dir zum Dank leider nur das hier anbieten. Ich kann dir auch dabei helfen, theoretisch. Ich kann ein Auto aus dem Nichts erschaffen. Ich muss Vorräte ins Dorf schaffen, bevor noch mehr Monster auftauchen. Vielen Dank nochmal für die Hilfe. Okay, random Sidequest-Ereignis. Ja, natürlich. Ja, den Loot suche ich jetzt nicht. Den Loot suche ich garantiert jetzt nicht hier zusammen. Definitiv nicht. Wo ist mein scheiß Pferd? Habe ich es da geparkt? Eventuell habe ich es da geparkt. So, ansonsten hier habe ich mich umgeguckt. Ja. Jetzt aber trotzdem nochmal da hinten hin. Spring einfach. Ach, spring doch einfach. Ich würde mal interessieren, wie das gekodelt ist, bitte. Über so einen kleinen Stein kann er nicht springen, aber über einen Riesenzahn. Wait a second. Brunnen der Tamantelhof-Ruine. Hier ist ein fucking Brunnen. Okay. Habe ich einen? Nein, habe ich nicht. Wo ist mein? Da ist mein. Achso, das ist Harteis. Okay. Normale Pfeile reichen auch aus. Achso, das sind alles kleine einzelne Räume. Sind das Gegner hier, die eingefroren sind? Ja. Wieso helfe ich denen eigentlich? Eigentlich unnötig, oder? Lohnt sich eigentlich gar nicht, die jetzt hier zu befreien. Und was sagt der Loot? Violetter Rubin. Okay. Achso, das ist ewiges Eis. Hier ist ein Feuerchen, das man nutzen könnte. Wenn man Bock drauf hätte.
Er schwimmt mir zu lange dafür, dass er eigentlich nur 2 Meter hoch muss, aber okay. Okay, das ist nice. Weil ich hab doch noch. Ja, Stachelkugelhammer. So. Aber hier gibt's ein goldenes Ding. Oh, unser 4. Ist jetzt nicht so schlecht. Großes Loch. Da. Er schwimmt mir echt zu lange. Mit das, was er eigentlich nach unten taucht, springt immer. Wow. Arschloch. Ich habe also die zwei kleinen Höhlen hier. Und das war's. Jetzt müssen wir sogar arschwarm sein sogar. Nein, ich wollte nach ganz oben. Ja. Egal, dann von hier aus. Gut. Upti-du-upti-du. Gut, weiter. Ja doch, der Speed ist halt schon nicht schlecht, wenn das Ding drauf... Ach, da kannst du drüber springen, aber nicht über so einen Kackstein. Ist klar. Sag mal. Beim Stein hältst du dann aber auf, die Wand hier hältst du zu, obwohl ich nach links drücke. Okay. Deine Prioritäten sind interessant. Bögen. Gute Bögen. Einfach Pfeile bringen nichts, wenn sie sowieso nicht alle treffen können. Oh Gott. Au. Aua. Oh Gott. So. Das war schon so ein bisschen hart jetzt von dir. Ach, chill dein Leben. Zack. Du Bastard, mein Pferd. So. So. Du kannst mich mal. Mächtigen Bogen nehme ich mit. Flammenkeule kannst du halten. Druckkram, ja. Das kannst du auch halten. Meine Güte. Und so kann man drauf gehen, trotz vieler Leben. Komplett random halt. Sind die wieder eingesperrt? Hm. Achso, ich hab die noch ausgerüstet. Gut. Boah, was machen wir bloß? Bei den ganzen Monstern draußen können wir unbedingt das Haus verlassen. Ja, wir haben doch nur Schilde zum Schildschüttern und scharfe Medizin gegen die Kälte. Wenn wir von Monstern angegriffen werden, haben wir keine Chance. Ich kann nicht glauben, dass wir in solche Schwierigkeiten geraten sind. Ach stimmt, jetzt wo ich den Typen da sehe. War nicht der sonst im Dorf der Orni in den Flitterwochen? Wir wollten doch nur eine kurze Pause einlegen. Ach, ich hoffe ja, dass diese Monster einfach bald wieder weiterziehen. Ja, wieder abziehen, wieder weiterziehen, whatever. Bitch, don't annoy me. Er hat sich Eiskleber dran gepackt, okay. Also Eisgelee. Oh, meine Maske legt aus. Wo ist denn hier ein Grog? Ah, lass ich raten, oben auf dem Dach. Wahrscheinlich oben auf dem Dach. Ja. Okay.
Tschüss. Kann ich eigentlich durchs Dach rein? Nein. Gut. Jammo, ich glaube, da draußen ist wer. Obwohl noch jemand gekommen ist, um uns zu retten. Was sagst du da? Wir kommen schon extra an einen Ort wie diesen, um uns mit einer Monsterplage zu helfen. Moment mal, die Monster, ich höre sie nicht mehr. Hey Junge, worauf wartest du noch? Öffne die Tür, schnell. In Ordnung. Ja. Hi, ich bin wieder da. Hier gibt es nur Billo-Schilde. Oh. Du warst das also. Danke, dass du uns wieder einmal vor den Schlimmsten bewahrt hast. Wir haben in der Zwischenzeit scharfe Medizin gegen die Kälte hergestellt und geben dir zum Dank gerne was davon ab. Pass da draußen gut auf dich auf. Mir scheint, als würde es hier von Monstern nur wieder nur so wimmeln. Ja. Aber das ist doch meine. Ach, jetzt hör aber auf. Stell einfach noch ein bisschen mehr davon her. Das ist doch ein Klacks, solange man nur ein paar Monsterdaten und Kälteschutzmaterialien vorrätig hat. Jetzt zum Thema Schildschirm, was unklar ist, also nö. Wiedersehen. Jo. Ja, Schildschirm-Legende, bla bla bla, Hebraberge. Ich hätte schon längst wieder vor dem Loch irgendwas befestigt, aber gut. Muss man nicht machen. Ich meine, Bäume gibt es ja hier drumherum genug, die man abholzen kann. Von daher, was soll's. So. Gut, den Weg hier würde ich jetzt aber nicht weiter lang. Wobei, ja doch, wenn ich jetzt eh hier lang. Wo ist mein Pferd? Da ist mein Pferd. Wenn ich jetzt eh schon hier bin, kann ich auch von hier aus bis zum Stall und zu den Ornis dann durchreiten. Dann kann ich gegebenenfalls nochmal Dingens abfangen. Kondo, ja, nö, I don't care. Ja, ich kann es abfangen, wenn hier. Oh, ja. Die brauche ich. Und die auch runter angreifen? Wahrscheinlich nicht. Aber das ist ein guter Augenvorrat. Weil ich die Dinger eigentlich auch nur wirklich für die Flugviecher wieder nutze oder für die Drachen. Also nicht mal für so wirklich große Sachen. Oder viele Sachen. Da, wo sie irgendwie am ehesten noch Sinn ergeben. Ich habe ganz kurz gepaust schnell, weil ich dachte, ich hätte irgendwas gehört. Habe ich aber nicht. Gut. Will ich überhaupt hier hin? Eigentlich nicht. Ah, warte mal, wenn ich jetzt hier oben bin. Parke ich mein Pferd einfach jetzt hier und... Ja, wobei ich kann da runterlaufen, oder? Ja, so ein Stück noch. Maybe. Wow. Das wäre jetzt aber haarscharf. Gibt's hier irgendwas? Nee, nicht wirklich. Da sind ein paar Ruinen. Ah, ich glaube, hier werde ich aber auch definitiv mit meinem Bike wieder die Gegend fliegen. Definitiv. So, Steinkiste. Was gibt's? Schild der Winde, Schildblock. Ja, ich weiß ja nicht. Irgendwie. Dabei hatte ich noch so ein Webschild dabei. Nee, hatte ich nicht. Doch. Ja komm, weg damit. Den kann ich den mal wieder austauschen. Wir sind jetzt 3 Stück runtergekommen. What the fuck? Chill mal da oben. Ach ja, so ganz kurz hier einmal rumfliegen. Ein bisschen scouten. Aus der Luft heraus, ob hier irgendwas ist an Crocs. Bei dem Baum wahrscheinlich, oder? Gehen nur 2 Eier. Bei so einem riesen Baum? Okay.
Nö, aber dann ist da jetzt gerade nichts. Passt. Ein Aufwind, ja. Niemand da, Archiv vorhin geschlossen, Claire. Hi, Kletis. Kletis, Klito. Nee. Link, so spät am Abend noch bei der Arbeit. Endlich hat der Schneesturm sich gelegt und meine Schwester und ich können wieder an die Arbeit gehen. Meine Schwester Cleo wollte. Was, du bist Kletis. Achso. Cleo war die, die auch an der Tür stand. Ja. Meine Schwester Cleo wollte nach Goronia im Nordosten reisen und dort nach irgendeiner unterirdischen Stadt suchen. Ah, die, okay. Sie hinterfragt die Dinge zu wenig. Deshalb hoffe ich, dass es an der Sache etwas dran ist und die Reise nicht umsonst war. Payne und du, kommt ihr klar? Oh, hast du Payne aus den Augen verloren? Aktuell sollte er beim Stall der Zwillingsberge sein. Der liegt im Westen Nekluda am südöstlichen Rand Hyrule. Die Redaktion hat nämlich von der Jägerbande eine Nachricht bezüglich Prinzessin Zelda erhalten. Ich habe Payne sofort losfliegen lassen. Und wir suchen auf den Grund zu gehen. Wir haben überall Mitarbeiter, die nach Informationen über den Verbleib von Prinzessin Zelda Ausschau halten. Muss ich eigentlich immer Prinzessin Zelda sagen? Ich überlege gerade, ob ich das Prinzessin Zelda demnächst versuche wegzulassen beim Vorlesen und einfach nur Zelda sage. Weil eigentlich sollte jeder wissen, wer dann gemeint ist. Naja, Ausschau halten. Der Kleeblatt-Kurier steht in dieser Sache fest an einer Seite. Ja. Kaufen kann ich die Rüstung so nicht, oder? Die Krötenausrüstung hat sich bei der Zeitungsrecherche als unersetzlich erwiesen. Welche Ausrüstung ermöglicht es einem schon, sich an nassen Wänden festzuhalten oder ohne abzurutschen? So etwas ist selten, da kann ich sie auch nicht einfach so verschenken. Arbeite mit Payne zusammen, um den Gerüchten um Prinzessin Zelda auf den Grund zu gehen. Und wenn du deine Arbeit gut machst, gebe ich dir eine Krötenausrüstung, Stück für Stück. Hör dich auf meinen Schellen der verschiedenen Regionen um. Bla bla bla, kennen wir alles eigentlich schon. Gut. Ja gut, viel ist sie da nicht. Cleo werde ich dann ja irgendwann nochmal treffen. Gut. Oh, darf ich jetzt die Brücke bauen, die ich beim letzten Mal gebaut habe? Unsere schöne Brücke. Ja, wahrscheinlich, Gesanne. Der Schneesturm ist endlich vor Ort. Also muss um des Dorfes willen die Brücke wieder repariert werden. Doch wir allein haben leider nicht die nötigen Kapazitäten für ein solches Unterfangen. Unter den Hyjanern soll es Leute geben, die sich aufs Bauen verstehen. Ob du da nicht vielleicht irgendjemanden kennst? Du bist also ein Zimmermann, wie? Ein Spezialisten fürs Bauen. Oh Moment, im Spähposten, da hätten wir gerade einen Zimmermann. Und der muss sein Handwerk wirklich klasse verstehen. Bei all den wunderbaren Sachen, die er für uns gebaut hat. Okay, Escort-Mission. Name fällt mir gerade nicht ein, aber es war irgendwas mit da am Ende. Tor da. Das klingt ja wundervoll, wenn wir diesen Meisterhandwerker nur zu uns herbitten könnten. Leider jedoch darf ich mich als Dorfwache nicht einfach allein auf den Weg machen. Ich würde sofort einen fliegenden Boten zum Spähposten aussenden, doch alle haben zu viel zu tun. Ach, welch missliche Lage. Die Hängebrücke der Orni. Ja. Kurzfassung, ich soll Torda Bescheid geben. Untersuchen, ja. Komm, dann port ich mich jetzt nochmal zum Spähposten zurück. Und bring dann Torda her. Und das mache ich aber dann in der nächsten Aufnahme. So. Turm am Spähposten. Habe ich eigentlich schon wieder genug Schreine für irgendwie. Warte. Beim letzten Mal hatte ich jetzt ja doch eigentlich wieder für ein Herz. Müsste wieder ein Herz sein jetzt. Ich habe erst 254 Crocs. Ich habe erst ein Viertel. Oh mein Gott. Ich meine, ich habe schon ein Viertel immerhin, von daher. Wahrscheinlich braucht man knapp die Hälfte oder so für maximale Upgrades. Von daher. Ja, oder sagen wir 600 für alle Upgrades. Das wäre auch schon ein bisschen was. Oh Gott, dieses Gepixel. Aber gut. Torda, wo bist du? Hallo, Tordilein. Bist du wieder hier vorne irgendwie? Im Stalleingang? Achso, ich wollte, ja, stimmt, ich wollte ja erst Pause machen. Ich gönne mir dann auch mal das Bett hier ganz kurz. Bis morgens. Dann wird heute auch wahrscheinlich draußen irgendwo rumrennen. Und dann habe ich jetzt gleich nochmal eine gute Stunde, 20 bis um 1. Dann muss ich noch, glaube ich, Genshin-Kurs mir angucken in der Daily Quest und.
Dann gucke ich Shrek 2 zu Ende und dann gehe ich ins Bett. Und morgen früh muss ich mir den Wecker aber mal ein bisschen herstellen. Morgens, wobei morgens, ja doch, eine halbe Stunde eher schon mal. Es wäre erst Dienstag und ich habe Mittwoch auch noch frei, theoretisch. Außer ich entscheide mich dazu, ins Büro zu gehen. Überlege gerade, ob ich am Mittwoch dann einfach, ja, einen halben Tag ins Büro gehe. Einen halben Urlaubstag draus mache. Aber gut. Mal schauen. Achso, ja, Statue kann ich auch mal kurz anquatschen. Habe ich? Ich habe genug, oder? Weil ich ehrlich sagen muss, ich merke gerade nicht den Vorteil von Herzen mehr. Warte mal, ich habe jetzt wie viele Herzen? Habe ich nicht sogar schon 16 Herzen? Warte. Moment. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Doch, 15. Ich will wissen, ob jetzt in 2, 3 angefangen wird oder ob meine komischen gelben Herzen immer rechts rangegangen werden. Vier Segenslichter, ja komm. Gib her. Offiziell müsst ihr jetzt auch mit 3 Stück mindestens wiederholen, bevor ich Ausdauer hole. Sind es 30 Herzen oder gibt es irgendwie eine krumme Anzahl an Herzen jetzt in dem Teil? 40 wäre ja mal was. Dann hätte man quasi damit verstärkte Herzen dargestellt. Wieso kommt das Herz rechts daran? Da sind 16 Herzen in einer Reihe. Das gefällt mir nicht. Oder könnte man mehr Herzen holen, als man möchte? Als man braucht. Kann man quasi Ausdauer komplett skippen für Herzen? Naja, bring der Welt Frieden zurück. Oder sind 32 Herzen? Könnten auch 32 Herzen sein, theoretisch, oder? Es war an sich eine komische Anzahl für Herzen, aber rein entwicklungsmäßig ist 32 halt wieder eine geile Zahl. Ein Vielfaches von 2 halt. Ich meine, prinzipiell ist halt auch. Also halt ein Vielfaches im Sinne von 2 hoch n. 2 hoch 2 sind 4, 2 hoch 1 ist 2. 2 hoch 0 sind 0. Aber gut. Warte mal, 32 wäre doch 2 hoch 4, oder? 2 mal 2 sind 2, mal 2 sind 8, nee, 2 hoch 5. 2 mal 2 sind 4, mal 2 sind 8, mal 2 sind 16, mal 2 sind 32, ja. Ah, okay, von mir aus. So, jetzt aber. Ich speichere mal wieder richtig hier. Zack. Und dann würde ich hier sagen, ciao und bis dann.